question. Did you think you could abandon me? Hallo zu Hannah will's wissen. Heute gehe ich der Frage nach. Wer entscheidet, wo welche Züge fahren? Wie, wo? Na, auf den Gleisen natürlich. Ich frag mal die Leute. Was meinst du, wer entscheidet das eigentlich, welche Züge auf welchen Strecken fahren? Das ist eine gute Frage. Irgendein Bundesamt vielleicht? Ich weiß es wirklich nicht. Na, es kommt auf die Gesellschaft an. Also wenn du jetzt von einer Bahn redest, gehe ich davon aus, es ist die Bahn. Ich glaube nicht, dass die das entscheiden sollte. Wenn es ein Wettbewerb ist, dann wohl eher nicht, ne, oder? Hast du schon mal gehört, Wettbewerb auf Schienen? Nee. Was denkt ihr, was das ist? Keine Ahnung. Mal raten so. Von verschiedenen, ja, verschiedene Anbieter, die darum konkurrieren, wer die besseren Preise hat, die besseren Leistungen. Genau. Schon mal vom HKX gehört? Nein. HEX? Nein. Wärst du auch gerne mal einen anderen Anbieter als die Deutsche Bahn? Gibt's ja nicht so viele. In München fährt ein Zug, der heißt Alex. Schon mal gehört vom HKX? Ja. Und HEX? Ja, ja, genau. Aber die fahren ja eigentlich eher nur kurze Strecken, oder? In München gibt's also einen Zug, der heißt Alex. Keine Ahnung, was das alles heißt. Ich muss jetzt echt mal jemanden fragen, der das weiß. Ja, viele Kunden von uns glauben, wir als Deutsche Bahn entscheiden das ganz alleine, wo wir im Nahverkehr fahren, mit welchen Fahrzeugen, wie oft und mit wie vielen Zugbegleitern an Bord. Das ist aber nicht mehr so. Seit 20 Jahren gibt es in Deutschland Wettbewerb im Schienennahverkehr. 1996 wurde dieser Markt geöffnet und seitdem bestellen die Bundesländer mit ihren Bestellerorganisationen Nahverkehrsleistungen. Entweder bei der Deutschen Bahn oder bei einem ihrer Wettbewerber. Die Wettbewerber selbst, die kommen entweder aus dem europäischen Ausland oder auch aus Deutschland. Ja, es ist gar nicht so einfach. Mal gewinnt die Deutsche Bahn und mal der Wettbewerber. Mehr Fragen und noch viel mehr Antworten gibt es demnächst wieder bei mir. Bis dahin, ich muss auf den Zug. Ciao.